Das hier wird mein neuer Küchenchef. Er verrät mir, was noch im Kühlschrank ist, was ich noch einkaufen muss und wie ich mein 5-Gänge-Menü hinterher zubereiten muss. Connectivity, das ist das Stichwort. Damit herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von IMM TV. Auf der internationalen Möbelmesse gibt es in diesem Jahr ja nicht nur die Möbel zu sehen, sondern wir haben auch Living Kitchen mit dabei. Dazu gehören die Küchen genauso wie die Kühlschränke. Und um das Thema Küchen wollen wir uns heute monothematisch kümmern. Und bei 200 Ausstellern gibt es richtig viel zu sehen. Legen wir los! Wenn die Küchen in Köln sind, da darf ein Mann natürlich nicht fehlen. Und das ist Frank Hüther. Hallo. Hallo. Unser Experte für das Thema Living Kitchen. Ich habe eben schon eine Runde gedreht. Da steckt wirklich sehr viel Technik drin. Wie lange dauert es noch, bis ich mit meiner Küche auf den Mond fliegen kann? Also auf den Mond fliegen werden Sie mit Ihrer Küche nie, es sei denn, Sie nehmen sie mit, aber die Küche wird Sie da nicht hinbringen. Aber die Küche bringt Sie auf jeden Fall zu einem neuen Lebensgefühl, insbesondere wenn Sie sich für eine moderne Küche entscheiden. Und ich glaube, wer sich für moderne Küchen begeistern kann, der ist hier auf der Living Kitchen genau richtig. Sowas gab es noch nie. Technisch, wo geht's hin? Was erleben wir hier? Also technisch sind viele Dinge, die man so vor 4, 5 Jahren als Prototyp gesehen hat, mittlerweile ausgereift, sind in der Breite angekommen. Auch neuere Themen wie zum Beispiel Vollflächeninduktion, also das Induktionskochfeld, auf dem wir die Töpfe so schieben können, wie wir sie brauchen. Neue Kühlzonen in den Kühlschränken, die Lebensmittel 2-, 3-mal länger frisch halten als ein herkömmlicher Kühlschrank. Wir haben sehr, sehr leise Geräte, die vor allem dem Thema offene Küche, also zum Ess- und Wohnbereich offene Küche sehr gerecht werden, also Komfort stiften. Wie sieht es aus mit dem Thema Design? Worauf dürfen wir uns da 2013 freuen? Ich glaube, dass es noch nie eine so große Vielfalt gab an Materialien und an innenarchitektonischen Lösungen. Also wir kombinieren heute wirklich sehr mutig glatt mit strukturiert und matt mit glänzend, Lackfronten mit Holz. Wir sehen sehr viel Glas. Farbe kommt zurück in die Küche. Das ist ein großer Trend. Also neben Weiß, was es ja schon immer gibt, was auch bleiben wird, ist die große Farbfamilie Grau dazugekommen, von Beton bis zu Anthrazit. Blau, 20 Jahre lang aus der Küche völlig verbannt oder aus der Möbelwelt überhaupt, kommt wieder. Und wem eben eine ganzfarbige Küche zu viel ist, der kann damit Akzente setzen. Also Küche ist unwahrscheinlich individuell geworden, niemals Einheitsbrei und jeder wird die Küche finden, die ihm gefällt. Vielen Dank für die Information. Ja, jetzt haben wir sehr viel gehört, dann werfen wir nochmal einen Blick auf die Trends, auf das Design 2013. Hier sind die Bilder. Ich hoffe, Sie haben sich inspirieren lassen. Diese Küche wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Die gehört zum Aussteller Schifini. Das klingt nicht nur italienisch, das ist italienisch. Überhaupt ist der Stiefelstaat sehr zahlreich vertreten, hier auf der IMM Cologne und der Living Kitchen. Italien wird das Thema der nächsten Folge von IMM TV sein. Klicken Sie wieder rein, bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut und tschüss.